Scheiße, wie geht das? Fuck. Sie mit dem Förderwagen. Okay, wenn ich den dritten rausnehme und den vor die 2 setze. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Ah, ist ja gut. Diese blöden Tasten. Suchen wir das mal und dann stellen wir den in die 2 rein. Nein, das geht auch nicht. Ah! Aber wenn ich den jetzt raushole, das könnte vielleicht klappen. Kann auch mal versuchen. Ach, ist das ein Dreck. So, rein mit dem. Dann holen wir so einen. Okay, ich glaube, so funktioniert das. Nee, so funktioniert das nicht. Scheiße. Fuck. Fuck. Fuck! Okay, ich brauche ganz dringend eine Lösung. Nochmal versuchen. Das muss doch irgendwie. Wenn ich das so mache. Kann ich hier einen reinnehmen? Und dann bin ich wahrscheinlich wieder am Anfang. Ich muss die irgendwie umsortieren. Vielleicht irgendwie so. Wenn ich den hier wegnehme, dann hau ich bei denen einen rein. Dann nehme ich jetzt den hier. Dann schieben wir es wieder eins weiter. Schmeißen den Wagen Nummer 3 wieder raus. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Und da den Wartungswagen wieder rein. Das ist mühsam, ey. So, weg mit dem. Also egal, was ich tue, es passt einfach nicht.
Also ich brauche echt eine Idee, wie man das jetzt am besten macht. Scheiße. Verdammt. Okay, ich muss da irgendwie schaffen, dass ich da einen Dingensen freikriege. Idee. Vielleicht aber nur wirklich vielleicht klappt das. Das kann eigentlich gar nicht klappen. Ich muss irgendwie... Nehmen wir mal den hier. Ah ja, ich weiß. Ah, das ist einfach verkehrt rum hier. So. Dann nochmal. Na super, das hat jetzt eigentlich überhaupt nicht gebracht. Ich habe eine Idee. Kann man diesen Scheiß da nicht irgendwie rausholen? Lieber nicht. Das war gut. Okay, irgendwas muss ich, irgendwie muss das gehen, irgendwie. Wirklich die Frage, wie macht man das? Wie macht man das? Es gibt keinen Platz für den Wagen. Na! Komm, nerv mich nicht damit. Ich kann nicht drumherum. Ich muss das hier rausholen. Ich den hier reinhol. Ne, dann habe ich immer noch keinen Platz. Meine Fresse, wie geht das? Theoretisch müsste ich einfach immer durchtauschen. Irgendwann müsste eigentlich der Wagen nach vorne kommen.
Ich kapiere es ehrlich gesagt wirklich nicht. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Ich weiß. Darum gib mir den anderen. Ich probiere jetzt einfach mal durch, bis es geht. Ist das mühsam? Na. Also dann hauen wir den hier rein. Die Nummer 3 auch. Und jetzt haben wir es dann. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich gemacht habe, aber es scheint zu funktionieren. Meine Fresse, ist das mühsamer Scheiß gerade gewesen. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Okay, da ist der Knopf. Dann legen wir mal los. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Das ist eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Hoppla. Da wurden wir gerade auch nochmal gefressen. So. So, jetzt aber. Scheiße. Bin zu langsam. So, diesmal aber. Komm schon. Hoppla. Ups. Alter!
So, jetzt aber. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht mit mir, mein Freund. Da kann man ja kaum was erkennen. Das war knapp. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Oh je. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. So wie es aussieht, kennen sich da zwei. H-U-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Mhm. Da ist der Helm. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Die Kev wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Hörst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne die Kiffer. Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch!
Wir haben hier ein Problem. Ja, und das Problem läuft auf zwei riesigen großen Beinen. Sofort. Oscar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Okay. Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht! Nimm eine andere! Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht! Mach schneller! Okay, nehmen wir mal die rechte. Komm. Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Los! Versuch's jetzt! Wenn du eine zweite hast, versuch's mit dir! Ja, eine zweite, wir haben jetzt eine dritte. Und das ist die letzte. Versuch's jetzt! Hallo Rexy! Und los geht's! Ah komm! Blöder Scheißpunkt! Hier tut sich nichts! Ja, okay. Das muss funktionieren. Ich glaube, mit dem Controller wäre es wesentlich einfacher, diesen blöden Bömmel da in diese Kreisreihe zu bringen. Ah. So, Rexy, noch ein Versuch. Na, klappt doch. Tja, das war's dann wohl, Rexy. Du bist eine gesickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die an den Zeiten gestorben sind. Die Sedden stehen für Leute, die selten Dinge gestorben sind. Wo willst du die Tattoos erbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar. Hören Sie, lassen Sie es sein. Oscar wird. Das eine Mal in Bogota. Da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg.
Und dann waren sie es nicht mehr. Verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Du bist umgeben von Killern! Yeah! Roman. Mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Apropos Witze. Oskar, erzähle den mit dem Priester, der Stripperin und dem Eimer von Frösche. Was? Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief ist. Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren, der die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel einrichtet. Versuch's doch! Mal sehen, was sollst du dann noch aufzunehmen? Zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Oh. Naja, hätten wir das auch mal geschafft. Dann kann sie jetzt weitergehen, hoffe ich. Dr. Harding, ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? Schön, Sie kennenzulernen, Dr. Sorkin. InGen schickte uns zur Evakuierung der Insel. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen, ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an InGen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Wir hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Oha. Ja, wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Tja, weiß nicht, ob du wirklich eine große Hilfe wärst. Ich will doch nur beim Tragen helfen und nicht irgendwelche Flüchtlinge einfangen. Bitte. Na gut. Bist du immer so eine Nervensäge? Nicht immer. Manchmal bin ich auch total zickig. Ist schwer vorstellbar. Ach ja? Warten Sie mal ab, was passiert, wenn es nicht bald was zu essen gibt. Ich könnte dir ja ein paar Dino-Burger besorgen. Ernsthaft? Beim nächsten Saurier, der mich fressen will, drehe ich den Spieß einfach um. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen, nehme ich mal an. Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. Mädel.